Jo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal El Perdente und wir sind ja bei der vierten Folge von Five Nights at Freddy's. Und wie gesagt, vierte Folge, aber wir sind bei Nacht 3. Wie gesagt, Nacht 2 wurde leider nicht aufgenommen. Beim ersten Mal haben wir verkackt, beim zweiten Mal habe ich es geschafft, gerade so. Und das war schon ultra schwer, fand ich. Und jetzt kommt Nacht 3 und es ist einfach noch schwerer. Also mal gucken, was da kommt. Ich habe jetzt meine großen Kopfhörer auf, die ihr auch in der Videobeschreibung habt. Habe ich sie verlinkt? Keine Ahnung. Wenn nicht, dann sind sie heute drin. Die Logitech G430, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, ja. Und ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal Continue. Ich habe schon wieder gar keinen Bock, wenn ich ehrlich bin, weil guckt euch das doch mal an, Alter. Ja, wie gesagt, die Facecam ist jetzt anders positioniert. Die steht jetzt hier. Mein einer Bildschirm ist quasi so, mein anderer dort. Darum gucke ich auch nach dort. Und ja, wir haben den Ladebildschirm. Kann ich dir noch ganz kurz ansagen. Ich bin jetzt wieder. Was heißt wieder? Ich bin jetzt endlich auf Twitter aktiv. Und zwar werdet ihr dort alle Neuigkeiten erfahren, auch über meine ganzen Livestreams. Oh, es geht schon wieder los. Ich habe keine Lust mehr. Oh, der schon wieder. Ich habe jetzt übrigens erfahren, es sind vier Leute, die da sind. Es gibt den. Warte, ich muss jetzt richtig machen. Ente, Bär. Also Ente, Bär. Halt dein Maul. Ente, Bär. Was ist das? Ein Hund oder ein Hase? Das ist ein Hase mit Ohren, glaube ich. Und es gibt hier an der Stelle. Hier gibt es einen Fuchs. Und dieser Fuchs, der kommt manchmal nur raus, aber ich weiß nicht wann. Die sind jetzt auch alle ziemlich gechillt hier. Oh nein. Fuck. Ente ist weg. Ente ist dort. Kein Ding. Oh, der Akku geht ganz schön schnell runter, muss ich mal sagen. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt neue Kopfhörer. Das heißt, es ist zwar nicht ultra laut, aber es hat mehr Bass, mehr Fülle. Und vor allem sind es 7.1 Kopfhörer. Das heißt, Surround System. Also ich höre jetzt quasi, wenn es was hinter mir wäre, was hier ja nicht ist, würde ich es hören. Okay, hier sind noch alle bei der Party. Das ist so creepy, die Location. Auch wenn es für euch da draußen vielleicht gruseliger ist als bei mir, denn wir ballern hier wie gesagt zwei Lampen in die Fresse. Dup, dup, dup. Ente ist weg, Ente ist weg, Ente ist weg. Lol, die ist von da oben bis nach unten gesprintet, okay. Bei der müssen wir jetzt aufpassen, unbedingt, unbedingt, unbedingt. Ist klar, die ist weg. Guck jetzt nicht auf den Laptop. Das kann ich jetzt nicht bringen, weil dann springt die mir ins Gesicht. Ich muss doch gucken. Oh. Leute, ohne Witz. So, wir dürfen jetzt die hier oben nicht aus dem Auge verlieren. Ente ist wieder zurück. Tür auf. Alter, bitte nicht. Oh fuck, was war das? Was war das? What the fuck? Jetzt ist die Ente wieder da oben. Alter, was war das eben? Wenn ich versuche das in meinem Schnittprogramm, diesen Frame einzublenden, dann seht ihr den jetzt hier an der Stelle ganz kurz so. Alter, was war das? Das war irgend so ein toter Bär, oder? Kann das der hier ein Tod oder so? Und was stand da? Ach, keine Ahnung, ich guck mal so nachher. Zumindest ist hier wieder so ein Spiel, was einem irgendwelche Morde gesteht und irgendwie einflößen will. Was laber ich hier schon wieder, ohne Witz? Ja, die Ente ist sicher wieder woanders, klar. Wo auch sonst. Die ist dort. Hallo. Ist das süß, oder? Sowas als Haustier. So. Klar, Ente wieder weg. Sicher in der Küche. Nee, die ist dort, okay.
die kommt wieder. Ihr kommt Nacht 2. Leute, wir schaffen diese Nacht jetzt ohne. Also, First Try, nicht Second Try oder so. Let's eat, Mama. Ja, die frisst dich, ey. Ohne Witz. Wie schnell die einfach ist. Ohne Witz. 3, 2, 1. Jetzt ist er weg. 100%. Nee, doch nicht. Jetzt ist er weg. Die ist wieder da hinten. Alter, verpiss dich. Sicherheitscheck, so. Okay, die ist dort. LOL. 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 Die sind jetzt einfach alle weg, Alter. Was für Assis. Der Bär kornert hier unten. Ohne Witz, Leute, ich bin noch nie so weit bei Five Nights at Freddy's gekommen wie jetzt. Nach 3, das hatte ich noch nie. Auch nicht auf dem Handy. Das heißt, ich weiß nicht, wo der Bär immer ist. Der hängt da unten rum. Alter, Leute. Nee. Was macht das Spiel? Ente ist dort. 36% Akku. Wo ist der Bär? Ich wette, der Bär macht jetzt Wu oder Hase oder was das ist. Der ist dort. Ente ist dort. Achtung, dort, dort. Okay, Bär juckt mich nicht, solange er noch nicht hier ist. Und der Fuchs, der kommt... Puh. Und der Fuchs kommt dann in den Gang lang gesprintet. Hier. Bär. Ente. Bär weg. Bär hier. Oh, Alter. Der Entwickler dieses Spiels ist psychisch krank. Ente. Ente. Bär. Alter, mein Commentary ist schon wieder am Arsch, Alter. Ente weg. Ente hier. Oh, Mann. Ey, es ist 4 AM, wir müssen noch 2 Stunden durchhalten, wir haben noch 18% Akku, das wird nichts. Wo ist der Bär? Da ist ein Hase, ich sag immer Bär zu dem, ist jetzt auch egal. Ente guckt noch, hallo, cool, und dir? Ja, mir auch, und lecker. So. Ja, wie gesagt, ihr könnt auch gerne mal dann auf Twitch vorbeischauen. Das ist hier sicher auch irgendwo dann in der Videobeschreibung verlinkt. Da bin ich zurzeit aktiv. Wie lange ist sie denn da? Wir haben noch 6% Akku, das wird doch nicht, Leute. Oh fuck, ich wollte gerade sagen, Bär weg. Bär noch da. Da werde ich... Bär dort. Ente weg. Tür auf. 0% Akku. Okay, das war's, Leute. Wir schaffen noch 6 Uhr, ey. Nein. Nein. Oh, es war so knapp, Leute. Alter. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Und
Ja, ich muss jetzt nicht beeilen. Wie gesagt, guckt auf jeden Fall bei Twitter vorbei, bei Facebook bin ich aktiv, Google Plus braucht kein Schwein. Auf Twitch wird jetzt live gestreamt, wie auch sonst. Boah, ey, ohne Witz, dieses Spiel, ne? Und ich guck mal, was da für ein müdes Bild gerannt ist, auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall gebt der Folge einen Daumen nach oben, wenn ich das weitermachen soll. Oder schreibt noch andere Spiele. Also Outlast werde ich auf jeden Fall noch spielen, auch wenn ich da keinen Bock drauf habe. Aber ich denke, ihr wollt das einfach sehen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.